Heute werden wir sofort herausfinden, warum du deine Traumnote nicht schreibst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und ich kriege immer wieder von euch Fragen: Leo, warum kriege ich die Note nicht oder die Note nicht und die Note nicht? Und ich kann das natürlich auch beispielsweise Mentorship-Programme im Coaching im Detail auseinandernehmen, aber ihr könnt ja auch mal selbst euer eigener Analyst werden. Und dabei möchte ich euch heute helfen, dass ihr eben auch mal Eigenverantwortung übernimmt und euch selbst fragt, woran liegt es denn? Nicht nur zu sagen, oh, es klappt irgendwie nicht oder ich schaffe das nicht und irgendwie ist da ein Wurm drin, sondern sich mal selbst überlegen. Und das kannst du dann auf jede Sache übertragen. Warum fehlt es? Warum fehlt es? Und da werde ich hier im Prinzip die 5 Phasen, die man in der Prüfung und der Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung schlussendlich hat, vorstellen. Und dann werden wir durchgehen, wo du dann selbst auch erkennen kannst, für das jeweilige Fach, kann auch in jedem Fach unterschiedlich sein, wo hakt es bei mir, und dass du dann eben schlussendlich auch den Lösungsvorschlag, den ich dir jeweils mitgebe, beachten kannst und so es im Prinzip für dich selbst löst. Erstens, das Anfangen. Das ist ja für viele super schwierig schon erstmal. Ja? Sich erstmal an den Schreibtisch setzen, erstmal den Lernplan für die Klausur zu machen. Sich überlegen, was habe ich denn alles an Materialien, was muss ich denn überhaupt können. Daran kann es für viele schon scheitern, aber wenn es daran bei dir scheitert, dem solltest du dir eigentlich bewusst sein. Du solltest dir eigentlich schon klar sein, vielleicht fange ich einfach zu spät an. Vielleicht kriege ich es einfach nicht hin, mich regelmäßig oder oft genug überhaupt erstmal an den Schreibtisch zu setzen. Und wenn es daran scheitert, dann kann ich dir einfach nur empfehlen, hier rechts oben haue ich dir die Motivationsplaylist von mir hin. Da ist es ein, also da geht es gar nicht so primär um Motivation, es geht um richtige Motivation. Keine Bullshit-Motivation, sondern richtige, langfristige, dauerhafte Motivation. Deswegen zieh dir einfach mal die ganzen Videos rein, das dürfte dir an der Stelle schon mega, mega krass helfen. Zweitens, schaffst du es durchzuziehen? Anfang ist ja nice. Das ist super cool, dass du es überhaupt erstmal schaffst, dich hinzusetzen. Aber ziehst du es auch wirklich öfters durch? Weil Erfolg ist nichts anderes als die konstante Wiederholung der richtigen Prinzipien. Und ja, das ist mir selbst eingefallen. Wisst ihr, was ich meine? Es bringt nichts, wenn du nur einmal dich hingesetzt hast. Es bringt dir nichts, wenn du nur einmal ins Gym gegangen bist. Es bringt nichts, wenn du nur einmal was Gesundes gegessen hast. Bringt dir nichts. Du musst es konstant wiederholen und dann noch die richtigen Prinzipien. Das bedeutet, wenn du, dann musst du auch einfach mal ehrlich mit dir selbst sein. Wenn es der Faktor ist, dann ist es der Faktor. Wem willst du sonst die Schuld geben? Wenn du nicht konstant für eine Klausur gelernt hast, dann ist es vollkommen logisch, dass du nicht deine Note bekommst. Das ist einfach so. Und dann geht es nicht darum, dass du selbst sagst, oh shit, ich schaff das nicht durchzuziehen und ah und Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass du das realisierst, anerkennst und dann veränderst. Und für die Veränderung, was ich dir da beispielsweise mithelfen kann, packe ich dir rechts oben einmal das Video zu Prokrastination rein und zu dauerhaft konzentriert lernen. Ich glaube, die 2 Sachen sind da am allerwichtigsten. Deswegen checkt es auch im IAB, wenn das auf dich zutrifft. Ansonsten gehen wir jetzt zum 3. Schritt weiter. Drittens, die richtige Lernstrategie. Das ist natürlich vollkommen logisch, wenn du schaffst, dich hinzusetzen, ist schon mal gut. Wenn du es dann auch schaffst, dauerhaft durchzuziehen, aber dann trotzdem nicht die Note bekommst, dann muss es ja eigentlich nahezu sehr sicher daran liegen, dass das, was du die ganze Zeit machst, nicht wirklich effizient ist. Beispielsweise, du liest es dir nur 1000 Mal nochmal durch oder du machst irgendwelche Lernmethoden, Lernhacks, die einfach überhaupt nicht auf das Fach anwendbar sind. Deswegen, du musst das, was du die ganze Zeit durchziehst, das muss auch das Richtige sein. Ja, es muss das richtige Prinzip sein. Sonst hat das Ganze natürlich keinen Sinn. Hierzu gibt es natürlich auch super viel. Da gibt es super viele Sachen, was du beachten kannst, was du über Lerntechniken, Lernmethoden und so weiter lernen kann. Ich persönlich habe da einfach nur für mich selbst und vor allem für euch auch die AA-Methode entwickelt. Das ist im Prinzip nicht nur eine Technik oder ein Hack, sondern im Prinzip die Kombination all dieser Sachen in einer gesamten Lernstrategie. Das packe ich dir auch da rechts oben hin und dann noch das Video zur längeren Klausurvorbereitung. Wenn du dir die beiden Videos anschaust, dann bist du da wirklich richtig up to date und dann sollte das auf jeden Fall richtig, richtig gut klappen und dann wirst du auch dafür belohnt, dass du durchziehst, weil du es mit der richtigen Art und Weise machst. Viertens, die Prüfung selbst. Du kannst ja jetzt im Prinzip so sehr gut abchecken. Wenn du am Vorabend der Prüfung ein sehr gutes Gefühl hast und dich sehr gut vorbereitet fühlst, dann ist dein Problem nicht in den ersten 3 Punkten. Weil, wenn du dich gut vorbereitet fühlst, dann musst du dich hingesetzt haben,
Du musst auch durchgezogen haben und das auf die richtige Art und Weise, sonst hättest du nicht das Gefühl, dass du es wirklich verstehst. Wenn du aber dieses Gefühl am Abend vor der Prüfung hast, dann aber am Ende trotzdem nicht die Note rausbekommst, die du dir eigentlich erwartet hättest oder wo du auch das Gefühl hättest, dass du gut genug für diese Note vorbereitet bist, dann muss ja irgendwo dazwischen noch die Krux liegen. Und da gibt es als vierten Punkt beispielsweise einfach die Prüfung selbst. Und da wieder in zwei Unterpunkte aufgeteilt. Entweder du hast einfach solche Prüfungsangst, du hast einfach Blackouts, dass du es nicht ganz hinbekommst, das Ganze abzurufen. Das heißt, du hast einfach Blockaden und so weiter. Da empfehle ich dir mein Video zur Prüfungsangst oder such es einfach allgemein auf YouTube. Ich packe dir mein Video noch rechts oben ins i, wenn da noch Platz ist. Ansonsten such einfach Prüfungsangst Leo Eckel bei YouTube oben. Dann findest du das Video auch. Das ist echt richtig, richtig gut geworden. Und das ist auch super entscheidend, dass du dich aktiv damit auseinandersetzt und nicht einfach sagst, ah, es ist so schade, dass ich Prüfungsangst habe. Sei doch mal kein Opfer im Sinne von Opfer deiner Umstände oder Opfer deiner eigenen Psychologie, sondern versuch das Ganze doch mal selbst zu übernehmen. Warum habe ich diese Angst und wie kann ich sie verändern? Wenn du aber sagst, hey, ich bin gut vorbereitet, ich habe ein gutes Gefühl, dass ich auch echt am Start bin vom Stoff her, habe auch gar keine Prüfungsangst, aber irgendwie kann ich eine Prüfung trotzdem nicht abrufen, dann ist es meistens deswegen, weil du einfach die Aufgaben nicht hundertprozentig verstehst. Du kannst zwar den Stoff inhaltlich und kannst ihn sehr gut wiedergeben und anderen erzählen, aber wenn du diesen Stoff dann anwenden musst, dann hakt es bei dir meistens. Du kannst dann irgendwie das, was du quasi als Konzept, als gelernt hast, nicht auf eine neue Situation anwenden. Und wenn es daran scheitert, dann musst du einfach mehr Aufgaben machen. Dann musst du mehr Aufgaben machen. Mach Altklausuren, wenn du da welche von den Älteren bekommst. Mach Übungen im Buch. Versuch wirklich auch die Hausaufgaben immer konsequent zu machen, dass du einfach da in diesem Anwendungsmodus bist und nicht die ganze Zeit nur wiederholst. Und jetzt kommen wir zum Endgegner. Und zwar fünftens, du machst all das, aber kriegst trotzdem nicht deine Note. Wo liegt der Fehler? Und das war für mich auch eine große Challenge, nicht für mich selbst, aber weil am Anfang, vor allem als ich als Abiturcoach hier angefangen habe, habe ich diese Frage extrem oft bekommen und ich habe mich total gewundert, weil ich das selbst nie auf dem Schirm hatte. Ich dachte mir, hä, wenn du die ganzen vorherigen vier Sachen machst, hä? So, also woran kannst du noch scheitern? Und ich bin aktuell selbst noch am herausfinden, woran das genau fehlt oder failt, aber ich habe jetzt auf jeden Fall schon eine sehr, sehr konkrete, sehr, sehr gute Handlungsanweisung, die bei vielen schon sehr, sehr stark geholfen hat. Und zwar, du hast in meinen Augen in diesem Fall dann einfach unterbewusst eine falsche Vorstellung von dem, was von dir verlangt wird. Weil du hast ja dann auch das Gefühl, dass du in der Prüfung alles abgerufen hast und dass du top vorbereitet warst. Und dann gehst du mit dem guten Gefühl aus der Prüfung raus, kriegst aber trotzdem eine schlechte Note. Wie kann das sein? Das kann ja nur sein, wenn deine Vorstellung von dem, was du hingeschrieben hast und das, was auch erwartet wurde, unterschiedlich von dem ist, was wirklich erwartet worden ist. Und da bist du natürlich enttäuscht. Deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du so eine schlechte Klausur rausbekommen hast, wo du sagst, ich habe super dafür gelernt, mit der richtigen Strategie, ich hatte keine Prüfungsangst, konnte alles abrufen, ich konnte zu jeder Aufgabe super was hinschreiben, habe trotzdem nicht nicht die Note, die ich haben will, geh mit der Klausur zum Lehrer und geh wirklich jede einzelne Aufgabe gemeinsam durch und lern selbst zu verstehen, warum habe ich da die Punkte nicht bekommen. Weil nur so kannst du im Prinzip deine falsche Vorstellung von dem, was du denkst, was du hättest hinschreiben sollen, mit dem abgleichen, was du wirklich hättest hinschreiben sollen und so im Prinzip diesen Shift auch machen und immer mehr verstehen, was wird in diesem Fach in den jeweiligen Aufgaben denn wirklich gefragt und so kann das Ganze lösen. Deswegen, in diesem Sinne, ab jetzt dürfte es eigentlich fast keinen Grund mehr geben. Also ab jetzt kann es zwar immer noch schlechte Noten geben, aber du solltest dann zumindest wissen, warum und kannst was dagegen tun. Und das bedeutet mir unglaublich viel. Deswegen, ich glaube, das ist echt ein gutes Video. Echt ein geiles Video. Schreibt mir gerne euer Feedback unten in die Kommentare. Ansonsten denkt dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. Nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream. I can't let none of these looks in vain. No, most of these blessings I can't even see. Praying that I get to breathe, yeah.